Guten Tag. Darf ich helfen? Guten Tag. Er soll jetzt Leder lernen, ne? Leder? Warum kannst du keine Kette? Schild. Und Schild macht doch bei ihr locker auch Sinn. Oder nicht? Axt macht keinen Sinn. Dolch macht bei ihr keinen Sinn. Speer, Mönch, ich glaube, die bleibt bei Keule, ne? Seid ihr jetzt wieder alle da? Ah, gut, jetzt seid ihr wieder da. Dein Heiler sollte am besten am meisten Rüstung haben. Ja, ich wollte den Kleriker, wollte ich Kette dann beibringen. Weil Panzer kann sie ja gar nicht lernen. Und dann noch ein Schild am besten, ne? Macht das Schild auch recht viel Sinn, würde ich sagen. Bringen wir hier Schild bei. Dem Zauberer Leder. Ihr noch gar nichts. So sieht das doch erstmal ganz gut aus. Danke, bis dann. Kriegt sie noch ein Schild. Ja. Hopp. Müssen wir uns nochmal die Waffen angucken, was wer welche Waffe bekommt. Also er sagt, würde ich sagen, sieht am coolsten aus, wenn wir ihm Schwert und Nax geben. Das sieht am besten aus, aber es dauert ja eh noch ein bisschen, bis er ganz hoch ist. Sie ist so ganz gut aufgestellt, aber braucht noch Kette. Behält er den Stab wahrscheinlich, ne? Ja, Stab behält er das. Das ist auch gut. Und ein Jäger wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auch den Speer, ne? Besten auch den Speer, ja. Dann kann der Streit kommen ja noch zu ihr. Ist wahrscheinlich besser. 2d4. 1d3. Plus 2 Angriff. Plus 3 Angriff. Trotzdem sagen, dass der dann besser ist. Und der andere hat konstant Schaden, ne? Aber nur 1d3. Ich glaube, dass der besser ist. Hier müssen wir auch noch den schicken Hut bringen. Wem soll das denn nützen? Oh, Mark. Den kriegst du dann da direkt. Tü-tü. Hat der doch jetzt Leder gelernt. Dann kannst du doch die Leder noch, Rüstung noch haben. Schön. Kette. Wo kann ich denn... Kann ich jetzt schon Kette lernen? Wahrscheinlich muss ich das später... Kann ich ja später lernen, ne? Meine Zauberer haben immer bis zum Ende den Anfangsstab und einen Skillpunkt im Stab.
Ah, okay, die Zauberer, weil die wahrscheinlich die ganze Zeit nur zaubern, ne? Und nicht raufhauen. Ah. Meinst du, wenn ich jetzt hier... Ah, okay. Und ich kann mit ihr dann jetzt nur bis Experte machen, ne? Richtig. Das ist ein guter Tipp. Und den kann ich zum Beispiel bis Meister machen. Okay. Dann brauchen wir hier ja auch eigentlich Stab gar nicht so wirklich skillen. Kann das ja auch gut, wenn wir einen besseren finden. Sagen schon, dass wir einen besseren nehmen. Gut. Jetzt suchen wir noch den Typen für den Hut. Irgendjemand will doch einen Hut haben. Bringt den Schiedsrichter auf dem Sparkinseln. Wert von Hut, das war doch auch er hier hinten. Stimmt, da hat doch jemanden gesucht. Seine Hoheit, Lord Markham, Herrscher der westlichen Landen. Was habt ihr da? Wofür habt ihr so lange gebraucht? Oha, war voll schnell. So gut wie jede Gruppe hat schon einen roten Zaubertrank gebracht. Das ist das einfachste Objekt von der Liste, aber ich schließlich ist spät besser als niemals. Ich hake ihn ab. Ja, aber hat er nicht den Hut auch? Wollte er nicht auch den Hut haben? Gut, bevor wir jetzt alles abgeben. Vergesst nicht, dass es eine Belohnung von 1000 Goldstücke für die Gruppe gibt, die etwas über die verschwundenen Teilnehmer herausfindet. Habe ich jetzt. Ach, guck mal. Es gibt wirklich einen Drachen auf der Insel. Und ich dachte, damit wären die Drachen fliegen gemeint. Damit wären die Drachen fliegen gemeint. Die hier überall rumfliegen. Ich werde alle darüber warnen, sich der Höhle zu nähern, damit nicht noch jemand verloren geht. Ja. Sich mal ein bisschen über deine Insel informieren können. Bevor wir jetzt alles abgeben... Ich glaube, dann hauen wir auch ab direkt von der Insel, ne? Soll ich hier noch irgendwas machen? Wisst ihr noch irgendwas? Nein, ich habe ich doch jetzt... Hier nur noch das? Eigentlich müsste ich doch jetzt gar nichts mehr brauchen. Oder? Ich könnte mal die Fähigkeiten jetzt verteilen. Falschen ist nochmal wichtig. Ich soll den Drachen killen? Ich kann den Drachen doch noch gar nicht killen, der ist doch viel zu stark. Ich glaube, reparieren langt noch erstmal. Wo ist dein Schild? Sein Schild ist weg. Ein Schild ist weg. Wir werden schon ein neues finden. Oder, ah ne, ich sollte das schon mal behalten. Ach stimmt, das Schild habe ich ja gerade eben abgegeben jetzt. Bist du sicher, dass ich den Drachen schon schaffe? Wahrscheinlich immer raufschießen, dann auf die andere Seite der Höhle laufen und wieder raufschießen, bis er wieder ankommt, ne? Hm. Bin ich mir nicht so sicher, ob ich den machen will. Guten Tag. Wir verkaufen erstmal alles. Ach,
Er will ja eine Rüstung haben. Ich habe keine Rüstung. Keinen Platz mehr. Ein Schriftroller, um sie zu lesen, muss die Schriftrolle aufgenommen und über... Ah, okay. Da. Unser erster Tag, seitdem wir das Magra-Günsel erreicht haben. Ein seltsamer Mann namens Malvik ist an uns herangetreten. Er hat uns ein merkwürdiges Angebot gemacht. Einen Zauberstab im Ausschuss für zukünftige Aufmerksamkeiten. Das haben wir auch gemacht. Wir haben abgelehnt. Als wir dann in Richtung Nordosten der Insel aufgebrochen sind, fing er an zu lachen und schrie uns hinterher, dass man uns nicht wiedersehen würde. Okay. Ich weiß nicht. Ich würde den Drachen tatsächlich später irgendwann mal machen. Noch nicht. Noch nicht. Aber bis auf den Drachen brauche ich hier nichts mehr machen, oder? Oder soll ich noch irgendwas lernen? Darf ich helfen? Da will keine Ringe. Danke. Geldtechnisch bin ich ja ganz gut aufgestellt eigentlich. Er kann ja nur sowas hier, ne? Waffenmeister und so. Aber ich will auch kurz verkaufen, dann gebe ich ab. Wahrscheinlich kann ich das hier verkaufen. Willkommen, tretet ein. Monsterkunde brauchen wir doch eigentlich auch nicht so wirklich, oder? Will sie auch nicht haben. Will gar nichts haben. Der Laden bestimmt. Kann ich euch helfen? Und das brauchen wir noch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich denke ja auch mal, dass man eigentlich alle Fähigkeiten wahrscheinlich woanders, auf anderen Inseln auch noch lernen kann. Da wird es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwas Spezifisches geben, was man noch nur hier lernen kann. Dann kann ich glaube ich auch los. Seine Hoheit, Lord Markham, Herrscher der westlichen Landen. Wahre Abenteuer. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass jemand so schnell eine Friese finden würde. Also die Friese war jetzt nicht so das Problem. Aber das hier ist eindeutig ein Friese aus dem Tempel. Also werde ich die Friese auf eure Liste abhaken. Jo. Das ist eine sehr schöne Laute. Ich streiche also das Musikinstrument vor eurer Liste. Jo. Den Wert von Hut habe ich auch schon gefunden. Ja, ich werde es entsprechend... Tatsächlich, alle 6 Gegenstände. Ihr habt den Wettbewerb gewonnen. Ich schlage vor, ihr unterhaltet euch mit Lord Markham über die Details, wie ihr eure Leads gut in Anspruch nehmen könnt. Meine Arbeit ist damit getan. Jo. Glückwunsch. Schön, euch wiederzusehen. Wie geht es der Suche vorwärts? Mein Glückwunsch. Ihr seid die neuen Herren von Armondal. Ist das nicht aufregend? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein gutes Gefühl es für mich ist, euch diesen Besitz zu übereignen. All die Ehre und Erträge und natürlich die Verantwortung, die Stadt Armondal zu regieren, sind jetzt euer. Na gut, den Vertrag. Einfach hier unterschreiben und dann nochmal und hier einfach noch schnell die Initialen, toll. So, das war's. Ihr seid soweit und nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
Nun, das Schiff, das euch zu eurem Lehnsgut bringt, liegt am Hafen. Mein Gefolge und ich werden ein anderes Schiff nehmen. Geht einfach an Bord, sobald ihr bereit seid. Das machen wir doch. Hüllü. Knopf? So, kein Knopf. Das ist ein Knopf. Hier können wir noch was. Ich habe auch überlegt, wir können ja auch jemanden einstellen, der uns die Sachen entschärfen kann, meine ich, ne? Da brauchen wir sie doch eigentlich gar nicht so hoch machen. Bogen können wir bei ihr nochmal hoch machen. Sechser Sinn. Oder ganz zu vermeiden. Ah, okay. Dann nehmen wir das noch mit. Wahrscheinlich brauchen wir das auch gar nicht, ne? Entschärfen oder sechster Sinn, was sagt ihr? Das ist wichtiger erstmal. Hier Feuermagie. Ganz klar. Okay, dann machen wir auf Entschärfen. Hier lassen wir nochmal, bis das Schild wieder da ist. Könnten natürlich auch ein Schild kaufen, ne? Ach, wir finden doch eins gleich. Ne, aber entschärfen kann keiner aus meiner Gruppe gut am Ende, ne? Kann das ja nur bis Experte. Zauberer kann das auch nicht so wirklich gut. Deswegen dachte ich, dass wir da ein einstellen. Kann man doch hier in den Fenstern, ne? Oder jemanden anheuern, der uns dann immer die Fallen aufmacht. Naja, wir können ja erstmal schon mal weiter reisen. Geht hier noch? Nix. Moin. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ahoi! Willkommen an Bord! Leinen los. Ahoi, Matrose, ich bin William. Jo. Um Schiff, ne? Glückwunsch, meine Freunde. Euer neues Schloss steht in Harmondale, einem friedlichen Dorf an der Grenze zum Elfenkönigreich Tularia, allerdings vollständig im Gebiet der Menschen. Es bringt zwar viele Privilegien, der Herr dieser Gegend zu sein, doch ihr tragt nun auch viel Verantwortung. Zum Beispiel die öffentliche Sicherheit und fast hätte ich's vergessen. Einige Goblins haben in letzter Zeit Interesse an eurem neuen Besitz gezeigt. Ich bin mir sicher, dass sie für euch mutige Abenteurer kein Problem darstellen werden. Also ich wünsche euch viel Freude an eurem neuen Heim. Möget ihr weise herrschen. Klar, herrsche ich weise. Ist doch ganz klar. So, TV. Ja, an die Gegend kann ich mich noch grob erinnern. Moin. Macht keinen Ärger, ist man reich hier. Immer kein Ärger. Fliegt hier ganz schnell raus. Ah, die neuen Herren. Bitte verzeiht den Zustand des Schlosses.
Es ist schon eine Weile her, dass sich jemand darum gekümmert hat. Ich hätte euch ja innerhalb der Mauern begrüßt, aber dort sind Goblins. Eine kleine Gruppe von ihnen hat sich hier eingesiedelt. Ich fordere sie auf, zu verschwinden, aber sie wollten nicht hören. Man könnte gar sagen, dass sie eher rüde waren. Okay. Vielleicht könnt ihr mit ihnen reden. Ich werde in der Taverne hier an Harmondale warten, bis ihr sie überzeugt habt zu gehen. Alles klar. Weißt du, der? Endlich bessere Musik. Ja, das stimmt. Aber schon überlegt, Hintergrundmusik generell selber einzubinden, aber man kann hier gar nicht die Musik ganz ausschalten. Deswegen lasse ich das. Schön altmodische Musik ist doch auch gut. So, wo sind die Goblins? Sieht gar nicht mein so Reich. Gefährlich aus. Das sagst du jetzt noch. Gleich fickst du wieder rum, ne? So, erstmal auf die hier. Ja! Warte, haben wir jetzt noch alle einen Bogen? Ach, scheiße. Vergessen, dass ich die Bogen ja auch abgegeben habe. Hm. Bisschen zu viel verkauft. Vor allen Dingen hat unser Bogenschütze kein Bogen. Das geht ja nun mal nicht. Ist zwar ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Au! Ja, aber ich finde, ich kriege die eigentlich ganz gut weg. Läuft bisher eigentlich noch ganz gut. Oh, was machst du denn noch hier? Ey, komm her. Müllhaufen. Ah, scheiße. Die habe ich nicht gesehen. Komm. Schnell noch weg. Oh, einer noch. Habe ich gesehen, den ganzen Rattenhaufen. Magie-Decken vielleicht mal anmachen, das macht ein bisschen Sinn. Oder hier. Wie heißt das? Zu viel WoW gespielt. Da sind die ganzen Fähigkeiten. Grün. Ich glaube, für den Müllhaufen, da kann ich mir auch Krankheiten abholen. Lass ich sie auch mal lieber ran. Aber immer nur eine Sache, ne? Ja. So, und hier hinten. Irgendwo die Goblins noch. Ich habe keinen Platz. Bisher ganz gute Sachen. Ich habe keinen Platz. Habe keinen Platz. Steine. Oh, hier drinne. Was auch eine Falle ist. Hab's schon. Jo, war auf jeden Fall eine Falle, aber hat er ja hinbekommen. Ganz nett, aber unnütz. Okay. Ganz nett, aber unnütz. Alchemie, die kriegst du. Die kriegst du gleich angezogen. Zack. Hä? Was soll das denn? Ganz nett, aber unnütz. Lederrüstung hast du ja eine bessere, ja. Also du. Kenn ich nicht. Hä? Was soll das denn sein? Na, auch noch nicht. Ganzen Rollen hier. Weiß nicht, ob ich da alle behalten soll. Vielleicht nur die, die ich nicht selber zaubern kann. Wunderbar! Pilz.
Weiß auch nicht genau, ob ich den noch brauche. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist hier drinne? Oh, der ist doch groß, der Haufen. Schwert. Schwert hatten wir doch ganz am Anfang mit ihm hier. Glück haben wir da schon Besseres bekommen. Hier haben wir alles gut. Wollen wir hier irgendwas mit Wasser machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ein Jump'n'Run-Game könnten wir hier raus machen. Hier ist nix. Aber ich hoffe, die sind nicht so stark. Komm schon. So, jetzt raufzaubern. Baut der erste schon ab? Nein, oder? Ich hätte jetzt gedacht, die sind stärker. Hätte ich jetzt aber wirklich gedacht. Wow, es sind aber noch recht viele. Oh, erstmal weg hier. Gar nicht gut, gar nicht gut. Und von hier. Easy. So, wer schießt hier die ganze Zeit auf mich? Da ist ja einer, ist K.O. Können wir gleich mal hochheilen. Oh, ja gut. Hochheilen müsste jetzt auch ein bisschen besser klappen. Wird doch ein bisschen hochgeskillt. Oh, ganz gut Leben bekommen. Nee, ich glaube, das Wasser heilt nicht. Kann da gleich nochmal hingehen. Aber da stand, glaube ich, nur, dass da nichts ist. So, die habe ich schon mal alle weg. Nö, da ist nichts. Aber wir kriegen das auch so ganz gut hin. Hallo, komme ich hier wieder raus? Danke. Und mit dieser Seite schon fertig. Ich habe auch den Tempel vorhin. Was ich auch nicht gedacht hätte, im einen Rutsch durch. Musst du nicht einmal raus oder so. Oh nein. Oha, da sind ja auch nochmal welche. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Also wenn du keine Fernkämpfergegner hast oder so, ist das mit den vier Bögen echt Gold wert, ne? Den müsste ich noch wegbekommen. Ist auch ganz gut, dass hier so ein langer Flur ist, ne? Krieg ich dich von hier hinten schon? Mal schauen. Nee. Wahrscheinlich müssen sie sich erst bewegen. Ja, jetzt kann ich sie treffen. War das schon alles? So, ich will nicht mal wissen, wie viel Schaden sie macht mit einem Treffer. War das schon alles? 8. Sie müsste doch bestimmt noch einmal hochheilen können, sich selber. Jawoll. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Der nächste. Voll. Ach komm, den machen wir doch schnell weg. Hat er wieder Angst vor uns hier? Verständlich. Oh, nicht das. Oh, da kommen schon wieder so viele. Ach, das geht hier einmal rum, ne? Ah, das hab ich vergessen. Oh,
Oh, jetzt ist er down. Kann sie noch einmal heilen? Jawohl. Es wäre gut, wenn sie mal einen Mana-Trank nimmt. Aber sie hat keinen. Doch. Ja, ich wollte jetzt erstmal alles clearen und dann sammle ich, glaube ich, alles ein. Erstmal alles wegmachen. Danach gucke ich noch meine Fässer an. Ich glaube, das Fässer kann man auch nicht so ohne weiteres aufmachen, ne? War das schon alles? Aber gefühlt denke ich überall, dass es ein Pfeil alle ist. War das schon alles? Und was ich mich vorhin noch gefragt hatte, wenn du das mit dem Charakter aufmachst, der am meisten Glück hat, dann können doch auch bessere Sachen drin sein, ne? War doch irgendwie so. Oder mehr Sachen, oder mehr Gold. Mehr Gold, glaube ich. Gut, die haben wir. Denn sie guckt manchmal so, als wenn sie schon erschöpft wäre oder so. In ihre Augen so runter. Denke ich mal, oh, muss ich schon wieder schlafen gehen, aber. Nee, ist einfach ihr Gesichtsausdruck. Wie ich, wenn ich morgens zur Arbeit gehen muss. War das schon alles? Nur ein Katze. Komm, das schaffen wir trotzdem, oder? Warum geht er denn drauf? Ich glaube, wir schlafen auch gleich immer. Immer schlafen kurz. Und könnt ihr noch einmal hochheilen, ne? Der Raum ist auch clear. Eine Gruppe wahrscheinlich noch. Und hier in der Mitte, könnte ich mir noch vorstellen. Was ist hier? Ist hier gar nichts mehr? Ist das Ende? Ach stimmt. Und verschiedene Fässer machen. Also die Farben machen verschiedene Attribute, ne? So war das genau. Unerträglicher Schmerz. Das mit den Farben musst du mir aber immer sagen dann, ne? Welches Attribut welche Farbe ist. Ich weiß nur, dass Glück beim Looten von Gegnern hilft. Okay. Oh, jetzt muss ich aber mal weg hier. Oder? Ja, der hat noch zweimal Heal drauf. Nee, ich geh jetzt hier weg. Nicht, dass hier uns noch jemand abknippelt. Keine Garantie doch. Ich mach dich verantwortlich. Ne, das können wir auch später, glaube ich, in den Büchern gucken. Er nimmt das ja mal irgendwo auf, in den Notizen. Und dann können wir da ja sonst zur Not nachschauen. Eins ist Gute ist, ob es jetzt dunkel oder hell draußen ist, ist hier drinne scheißegal. Man trifft sie auch nicht, wenn man nicht Stopp macht, ne? Wenn sie dann so hin und her sich so hin und her bewegen. Oder man trifft sie halt generell einfach nicht. Der nächste. Warum sind sie jetzt schon unten schon wieder weg? Kann mich das jetzt beeindrucken? Oh. Down.
Oh, doch, gefehlt der Maus. Überhaupt Komm. Kein Problem. Überhaupt kein Problem, das würde ich aber auch sagen. Überhaupt gar kein Problem. Och, hier sind noch welche. Och, jetzt wieder weg. Muss hier auch öfters mal Gegner entdecken anmachen. Ich vergesse das immer. Aber nicht im Kampf. Schön. Ja, Spoiler. Ist mir eigentlich relativ egal. Kannst du mir gerne Tipps geben? Guck mal, da haben wir schon mal die Farben, das ist gut. Oh nein, es ist schon wieder passiert. Jetzt habe ich den falschen genommen. Aber ich habe genau davor gespeichert. Jetzt hätte ich das gewusst. Alleine ist wieder passiert. Mit ihr passiert es nämlich nicht. Nee, und da haben wir auch Kette rausgeholt. Sehr schön. Ja, also Crit-Aero, die Tipps kannst du mir gerne geben, ne? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mich stören die Spoiler eher weniger. Was soll das denn sein? Ich hatte das auch schon mal zur mal Hälfte, weiß ich nicht genau. Aber ein bisschen hatte ich das schon mal angespielt. Eins, du hast einen Ritter. Brauchst also für Beförderung später 5 Arena-Siege auf Ritter-Level. Arena-Siege. Okay. Weiß noch nicht genau, wo ich die Arena-Siege mache. Ganz nett, aber unnütz. Da ist nichts. Was ist das? Eine Tür. Gut, dann machen wir jetzt die Fässer. Ah, je höher die Charakterstufe, desto schwieriger die Arena. Dann willst du bestimmt sagen, dass ich zuerst gleich mal irgendwie in die Arena muss, ne? Damit das noch nicht so schwer ist. Ah doch, ich weiß, was die Arena ist. Doch, doch, die erinnere mich wieder. Konntest du hinreisen an einem gewissen Tag, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Ne, warum? So, speichere ich ab, bevor wir das bevor wir das falsch machen. Was falsch machen bei der Fässer. Grünes Fass ist Ausdauer. Ausdauer braucht unser Ritter am meisten. Immer Sonntag in Harmondale. Also sagst du, sollen wir gleich mal in die Arena gehen schon mal? Ist doch kein Problem, hätte ich Bock zu. So, grünes Fass. Ja, Ausdauer ist aber eigentlich auch nicht verkehrt für Kleriker oder so, ne? Wenn sie nicht so schnell drauf geht. Oranges Fass, orange. Zwei. Seelenmagie-Experte. Heldentum-Zauber ist einfach broken. Broken in Form von ist ziemlich gut. Orange. Intelligenz. Das brauchte der hier, ne? Ist bei 30.
Könnte ein bisschen was vertragen, ne? Aber macht eigentlich auch nur die Zauberpunkte hoch. Intelligent gibt die Fähigkeit eines Charakters an, komplexe oder abstrakte Sachverhalte zu verstehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ein hoher Intelligent beeinflusst den Zauberpunkte. Nee. Das ist immer schwer, ne? Gut. Können wir hier schon Silmagie-Experte, ne? Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis ich das bekomme. Gucken wir gleich mal in der Stadt rum. Wir machen ihr Intelligenz. Oder ihm hier. Zwei Intelligenz. Ihm macht bei Ausdauer. Hier was. Da sind noch Fässer. Grün. Grün war. Au. Ausdauer? Das kann eben auch Ausdauer. Grün. Okay. Ja, wir haben noch gar keinen mit Seelenmagie bisher. Also wenn, denke ich mal, macht das ja der Kleriker, ne? Die Seelenmagie. Hä? Warum sind sie denn hier nur grüne Fässer? Kann doch auch mal jemand anderes Punkte bekommen. 27, 18. Komm. Ja, immer. Zwei Ausdauer. Bestimmt nicht verkehrt. Gelb. Gelb hatten wir noch nicht. Gelb ist Geschick. Das braucht sie hier. Ja. Rotes Fass ist Stärke. Braucht auch eigentlich nur er. Orange. Komm, er kriegt sie jetzt nochmal Intelligenz. Was ist eigentlich hier in den Türen? Sind da irgendwelche Besucher oder so drinne? Nö. Wahrscheinlich später erst können da irgendwelche Leute einziehen. Warum sind immer so viele? Lass mich auch immer wieder überraschen, ne? Sehr schön. Die gehen doch ganz gut weg. Ich weiß nicht mal, ob da überhaupt Magie so wirklich lohnt. Oder ob wir ein bisschen Mana sparen wollen. Freut sich auf jeden Fall wie Bolle. Oh. Na komm. Jawohl. So, bevor ich es jetzt vergesse, machen wir mit ihr das magische Auge an. Warum kann überhaupt eine Ratte Feuer spucken? Denk mal, dass es ein Feuer ist. Feuerball oder so. Rotes Fass, das war Stärke. Habe ich mir schon mal gemerkt. Halt weg. Kann mir mal jemand helfen? Ja, kriegst gleich einen Heal.
Einmal rum. Ich hoffe, ich belebe sie. Oh, das war knapp, glaube ich. Unerträglicher Schmerz! Sehr gut. Oh, das Fass Stärke. Oh. Orangenes Fass, das war Intelligenz. Unser Hexer. Aber bei ihr ist ja nur Charisma wichtig. Oh, scheinen sich aber auch an, denn, ne? Ich bin ganz froh, dass ich keine Ratten im Haushalt habe. Zum Thema, können deine Ratten das auch? Oder können deine Ratten nicht? Und ich hoffe, wenn ich mal Ratten habe, dass sie das nicht können. Nee. Oh, ich will doch gar nicht die ganze Zeit. Ich bin schon die ganze Zeit fokussiert, Enter zu drücken. Da hätten wir wieder welche. Vor allen Dingen ist das ja... Ach, guck mal. Das ist eine Blitzratte. Klar, dass eine Blitzratte auch Blitz verschießt, ne? Das andere denn eine Feuerratte? Oh, guck mal. Den haben wir noch ganz gut wegbekommen. Können wir uns jetzt nur auf die fokussieren. Ist zwar nur ein Kratzer, au! Aber kümmere dich drum. Jetzt muss ich mal wieder hochheilen. Am besten ihn erstmal, die hält relativ gut aus. Wie auch mit dem Schwert zuschlägt und dann den Pfeil verschießt. Das Schwert will ich auch haben, aus Pfeilen geschossen wird. War das schon alles? Oh, ich wollte die Tür nicht öffnen. Scheiße. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, ist ja nur eine Ratte. Die kriegen wir doch locker hin. Komm. Ich finde, unsere Bogenschützen machen Legolas schon ein bisschen Konkurrenz. Ah nein, den wollte ich doch gar nicht hochheilen. Naja. Kann sich ja mal ein bisschen selber versorgen. Hä? Wo ist denn der Rest? Guck mal raus da. Alle Angst. Spreng sie ab. Geh du zuerst. Nein, geh du. Oh, auf Nahkampf bin ich nicht ganz so stabil. Oh, scheiße, ich weiß nicht. Ne, geh nochmal in den Gang hier längs. Sicher ist sicher. Na komm. Ich finde auch manchmal komisch, dann brauchst du irgendwie zwei, drei Runden für einen und dann ein Treffer und sie sind weg. Au. Schön. Den noch, den noch. Ah ne, zwei noch, zwei noch. Dann haben wir alle. Hallo. Gut, und wo noch? Machen wir auf Nahkampf weg. Komm. Rest of Fun. Entweder unsere Healerin oder er. Ah.
Ganz klar gewonnen. Hier, aber das Blut auf dem Boden müssen wir nicht wegwischen, ne? Das macht unser Butler oder was das war, vorhin war, der gerade in der Taverne ist und sich ein paar Drinks bestellt wahrscheinlich. Die wir bezahlen dürfen. Blaues Fass, was hat blaues Fass? Hatten wir blaues Fass schon? Grünes Fass. Da habe ich auch nicht mehr im Kopf. Kann ja einfach mal im Chat ein bisschen hochscrollen, ne? Da. Grünes Fass war... Ach, Charisma für die Kleriker, ja. Stimmt, bleibt ja auch nur noch über, so lange, dann brauchst du auch mal ein bisschen was. Charisma. Und grün war Glück, ne? Nee, Ausdauer stimmt. Hatten wir doch schon zigmal. Wie gesagt, das werde ich. Ich werde es mir nicht merken, glaube ich. Sowas kann ich mir nicht merken. Abspeichern. Hast keine Mana mehr. Ich glaube aber, es kommt. Doch. Kommen noch Gegner? Ja, dann können die auch mal ein bisschen Ausdauer, ne? Ah, kannst du das schon? Was soll das denn sein? Soll das denn sein? Ah, hier haben wir noch ein Schild. Zack. Wir sind mickrig, aber für den Zweck erstmal. Weiß ich nicht. Federfall kriegst du auch. Kann da eigentlich auch verkaufen, weil Federfall kann sie. Erwachen ist... Was war das nochmal? Wasser. Erwachen ist auch so ein Buff, meine ich, ne? Grün. Marvin, wer kriegt jetzt grün? Ganz nett, aber unnütz. Ich finde, unser Zauberer kriegt doch ein bisschen was. Ah, Immortal ist wieder da. Willkommen zurück. Ah. Erwachen ist nur ein Wecker. Inwiefern ist das nur ein Wecker? Aber wirklich jetzt. Komm, du kriegst ein bisschen Ausdauer. Komm. Knüppel, der Knüppel aus dem Sack. Gelbes. Oh, was. Gelb war jetzt. Ja, zum Glück hast du es nochmal geschrieben, Immortal. Muss ich nicht nochmal scrollen. Geschwindigkeit. Meinst du, was ist Geschwindigkeit? Geschick, stimmt. Geschick, Geschick. Grünes was. Ah, kriegst du nochmal ein? Jetzt langt's aber auch für den Magier. So. Ah, okay. Ah, okay. Falls seine Charakter im Zustand schlafen haben. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Was mit den Fässern mache ich ja nicht so gern, ne? Also es war ganz nett. Hä? Warum hat er denn jetzt Intelligenz bekommen? Naja. Ist ja ein bisschen schlauer. Bringt ihm eigentlich gar nichts, ne? Egal.
werden wir schon noch überleben. Hier sind nochmal welche. Ja, weg. Ach, Rot war Macht, ne? Orange Intelligenz, ja. Ich hoffe, ich merke mir das nochmal irgendwann. Na komm. Ein um. Schön. Ah, jetzt ist unsere Heilerin weg. Das ist natürlich... Kann man ihr jetzt einen Trank geben, dass sie wieder aufwacht? Ja. Ganz nett, aber. Wer hat das Schild jetzt bekommen? Sie. Hab's schon. Ach, ich kann ganz auch nicht nett, alles. Aber unnütz. Hab's schon. Wem soll das denn nützen? Die wichtigen Sachen, die erkennt er dann immer nicht, ne? Hammer, wenn sie. Aber ich glaube, dass ihre besser ist. Hatte sie nicht auch mal eine andere? Hab ich es wieder verkauft? Ich werde es mir zutrauen. Ich glaube, da behalten wir die andere, ne? Kenne ich nicht. Ich habe keinen Platz. Du hast keinen Platz mehr. Klassisches Platzproblem in den Rollenspielen immer, ne? Kenne ich nicht. Haben wir hier alles? Mal speichern. Wohnen hatten wir ja. 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 Hier hatten wir auch alles. Ja. Ja. Oben lag ja nichts mehr, nein. Das hatten wir auch. Hier hinten waren wir auch. Leeres Fass, leeres Fass, ja. Hier ist auch nichts mehr. Kommen wir eigentlich raus. Gleich wollen wir ja nochmal in die Arena. Vorher will ich mal gucken, ob wir noch Seelenmagie hochleeren können, damit wir den Heldentuf-Buff bekommen. Was du ja vorhin geschrieben hattest. Crit Error hat er das geschrieben, ne?